Hallo und herzlich willkommen zum einen weiteren Lernflix-Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Zugspannung zum einen und zum anderen Flächenpressung. Wir haben hier einen Zugbolzen. Der Zugbolzen wird belastet und es entstehen hier natürlich zum einen Zugspannungen in dem Bauteil und aber zum anderen auch hier oben eine Flächenpressung. Bevor wir mit dem Video starten, lass noch dein Like und dein Abo hier. Dann können wir auch gleich loslegen. Wie gesagt, zum einen wollen wir hier den Kleindurchmesser berechnen aufgrund der zulässigen Zugspannung. Hier drinnen in dem Bauteil entsteht ja eine Zugspannung, es zieht ja eine Kraft nach unten. Diese Zugspannung hier wirkt ja im Querschnitt des Bauteils. Ja, und wir haben ja hier einen Zugbolzen, das heißt, der ist ja rund, deswegen haben wir auch zwei Durchmesser gegeben. Und somit können wir sagen, wenn wir den kleinen Durchmesser berechnen wollen, ja, und wir das Ganze eben aufgrund der zulässigen Zugspannung betrachten, dann müssen wir eben sagen, unsere zulässige Zugspannung ergibt sich ja aus der Kraft, die wirkt durch unsere Fläche. Und die Fläche ist eben die Querschnittsfläche gedacht, wo unsere Kraft wirkt, wo eben die Spannung auftritt. Und damit könnten wir eigentlich diesen Zugbolzen einfach mal durchschneiden und wir sehen, es entsteht dann eigentlich eine Querschnittsfläche, die einer Kreisfläche entspricht. Logischerweise, hier wirkt unsere Zugspannung eben normal, die würde eben aus der Tafel und die Kraft würde rausgehen, also zieht sie in diesen Querschnitt und bewirkt hier eben unsere Zugspannung. Wir wollen eben aber den notwendigen Durchmesser dieses Bolzens berechnen. Der Durchmesser sitzt ja in unserer Querschnittsfläche hier und die Querschnittsfläche ergibt sich ja aus d² mal pi Viertel. Und hier sehen wir unseren Durchmesser drin, den wir berechnen wollen. Das heißt, wir haben unsere zulässige Zugspannung gegeben mit 80 Newton pro Quadratmillimeter. Wir haben die Kraft, die wirkt, mit 30 Kilonewton. Das heißt, wir brauchen eben nur noch nach A umformen. Und statt den A setzen wir eben das d² mal pi Viertel ein. Somit das A nach links rüber, das Sigma, die zulässige Zugspannung nach rechts. Dann entsteht eben hier d² pi Viertel für die Fläche, ist gleich die Kraft durch die zulässige Zugspannung, durch äquivalentes Umformen. Da wir ja hier eine zulässige Zugspannung haben, wird hier natürlich unser D erforderlich entstehen. Ist ganz klar. Jetzt muss ich natürlich das Ganze auch noch nach D umformen. Ich bringe den Vierer durch Äquivalenzumformung nach rechts. Ich bringe das Pi durch Äquivalenzumformung nach rechts. Das heißt, mal 4 dividiert durch Pi. Dann entsteht hier eben D² ist gleich F mal 4 durch die Sigma Z zulässig. Und das Ganze noch durch Pi, haben wir gesagt, dividieren, also das, der unterm Bruchstrich dann eben mal Pi. D² stört mich jetzt noch, jetzt ziehe ich von den ganzen Teilen noch die Wurzel, dann kann ich hier eben mein Quadrat wegstreichen. Jetzt brauche ich eigentlich auch nur noch einsetzen, erhalte dann eben für mein D erforderlich F 30 Kilonewton, ich muss aber Newton einsetzen, also 30.000 Newton, das Ganze mal 4. Durch unsere zulässige Zugspannung mit 80 Newton pro Quadratmillimeter, also 80 mal Pi und daraus die Wurzel. Ist jetzt einfach ein Fall für einen Taschenrechner. Es kommt dann ein Durchmesser, ein erforderlicher heraus von 21,85 mm. Und wählen werden wir dann natürlich einen höheren, damit wir noch eine gewisse Sicherheit haben. Wir wählen einen 22er Durchmesser für diesen Bolzen hier. Als zweites ist dann aber natürlich auch noch der große Durchmesser gefragt, also sprich dieser Durchmesser des Bolzenkopfes. Den kann ich ja berechnen aufgrund meiner zulässigen Flächenpressung. Flächenpressung wird hier oben auftreten zwischen Kopf des Bolzens und diesem Sitz, ja, was das auch immer ist, ja, irgendein Bauteil hier rechts und links, wo eben der Bolzen reingesetzt wird. Hier habe ich dann eben eine Flächenpressung. Die Flächenpressung, also groß D berechnen wir jetzt. Die Flächenpressung ergibt sich ja aus der Normalkraft
und wiederum einer Fläche. Aber welche Fläche ist das jetzt hier oben? Auch hier könnten wir den Bauteil genau hier durchschneiden und sehen dann aber, es handelt sich hier eben nicht um eine Kreisfläche, sondern um einen Kreisring, weil ja hier diese Fläche entsteht. Ja, mit dem großen Durchmesser außen und dem kleinen Durchmesser innen. Die Flächenpressung ist ja jene Pressung, die eben entsteht, wenn zwei Bauteile aufeinander gepresst werden. Und das ist eben hier nur der Fall und hier nur der Fall. Ja, natürlich dreidimensional gesehen, also rund. Und hier die Fläche können wir ja auch definieren. Das ist eine Kreisringfläche mit d² minus d², also großen Durchmesser minus kleinen Durchmesser, das ganze Viertel mal Pi. Und haben eben auch diese Fläche hier, wo unser erforderlicher Durchmesser, und zwar der große, jetzt drinsteht. Das heißt, auch hier brauche ich wieder nur umformen, das ganze äquivalent. Dann steht hier A ist gleich Fn durch P. Diese zwei Werte habe ich ja, ist ja P zulässig. Es ist gegeben mit 60 Newton pro Quadratmillimeter. Und statt der Fläche setze ich jetzt dann eben wieder diesen ganzen Wert ein. Somit habe ich dann hier, ich schreibe hier weiter, das Ganze ist gleich eben Fn durch P zulässig, kann das Ganze auch wieder äquivalent umformen. Ich bringe den Vierer durch Multiplikation rüber, das Pi durch Division nach unten, streiche es hier schnell weg und es bleibt eigentlich nur noch dieses d² minus d² stehen und das Ganze nehme ich dann noch plus klein d², erhalte dann ein Wert von groß d² ist gleich Fn mal 4 durch P zulässig mal Pi plus klein d². Aus diesem Wert auch nur noch einfach die Wurzel ziehen und dann kann ich hier das Quadrat wegstreichen. Somit habe ich eine Formel für das große, also für den großen Durchmesser. Brauche jetzt nur noch alles einsetzen. Die Kraft wiederum in Newton, also 30.000 Newton mal 4 durch P zulässig ist in dem Fall aber 60 mal Pi. Plus den kleinen Durchmesser. Und beim kleinen Durchmesser empfiehlt es sich jetzt natürlich, den gewählten Durchmesser zu nehmen. Also plus 22 und das Ganze natürlich zum Quadrat und daraus die Wurzel. Und dann erhältst du im Endeffekt einen Durchmesser für den Bolzenkopf, einen erforderlichen Durchmesser, einen großen, ja, also erforderlich, von 33,47 mm. Das ist jener Durchmesser, der natürlich nicht unterschritten werden darf. Das heißt, auch hier werden wir dann eben einen größeren Durchmesser wählen für den Bolzenkopf. 34, 35, damit auch noch eine gewisse Sicherheit da ist. Wenn du dein Like und dein Abo noch nicht hier gelassen hast, jetzt wäre die beste Zeit dafür. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video.